herzlich willkommen zurück zu Mega Man im vierten und letzten Wily-Level. Jetzt wird auch nochmal alles gezeigt, was wir in der letzten Zeit nicht sehen konnten, beziehungsweise was wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Leitern und jede Menge Blöcke und ja. Sind Gutsman-Statuen. Das ist schön. Ah, das hast du davon. Gutsman-Statuen. Oder sind das Gutsman-Roboter, die in Reihe geschaltet sind? Oh, ey, ich mag die Schrauben nicht. Ich geh weiter. Ups. Ah, Mann. Ich bin extra schon da stehen geblieben, damit mich die eine nicht trifft und dann trifft mich die andere. Furchtbar. Hälfte der Energie ist weg. Ich sehe Stacheln. Yay. Ist alles so schön begeisternd, ne? Sprungpassage. Nein. Jetzt bringe ich sowas. Jetzt bringen die mir sowas. Haben wir auch aus dem Gutsman-Level gesehen. Diese kleinen Dinger. Na komm. Komm her! Zu spät. Ich hab schon die Plattform hingesetzt und... Ah. Ja, es wird fies. Es wird richtig fies. Jetzt kommen auch diese Dinger nochmal rein. Computer, mach keinen Mist hier. Ich weiß, das machst du gern. Ach, meine Energie. Naja, es war ein Versuch. Nennen wir es Versuch. Ha. Dinge, die mir auf die Nerven gehen. Diese Dinger. Und zwar so richtig. Oh je. Ich habe echt Angst um diese Ecke hier. Na komm. Hallo. Hey. Ja, das kann wieder dauern hier. Nein, das war zu früh. Das war viel zu früh. Ah. Aber der Gedanke war richtig. Ach je. Wie oft werden wir das noch sehen? Okay, ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber hey, ich bin ohne Schaden davon gekommen. Dinger gehen mir auch wirklich auf die Nerven. Die sind richtig. Da will man nur eine Leiter besteigen. Ganz harmlos, ohne irgendwelche böswilligen Gedanken und dann sowas. So. Hier muss ich auch mal lernen, mit Geduld ranzugehen. Das meine ich. Ich war schon wieder viel zu voreilig. Nee. So. Na komm. Wo ist sie? Nein! Ah! Oh,
Das ist aber eine blöde Ecke da. Mann, diese dumme Ecke hier. Heppa. Wenn das schon so fies ist, wie wird dann der Endboss sein? Nein! Ah, jetzt war ich zu spät. So, neuer Versuch. Ich hoffe, das klappt jetzt. Ich habe nämlich das Gefühl, ich habe das falsch angegangen, nämlich dass ich hier einfach auch ganz einfach lang gehen kann. Die Items unten sehen interessant aus, aber ich glaube, die ignoriere ich mal, denn ja, ein Leben ist ein Leben. Ansonsten, dieses komische, ja, es sieht ein bisschen aus wie eine Windmühle. Das bringt volle Energie, aber ansonsten nichts. Deswegen gehe ich jetzt mal hier im Transporter hoch und, Bombman! Ja, guten Tag! Jetzt muss ich kurz überlegen. Bombman, Bombman, Bombman. Jetzt habe ich natürlich die Seite wieder verblättert. Ja, Bombman. Bombman lässt sich durch Fireman besiegen. So. Okay. Aber warum ändert sich die Musik nicht? Ach man, ich habe ein dummes Gefühl. Es geht weiter. Naja gut, okay, es macht ja Spaß. Aber es frustet einen. Neuer Raum, Torchman. Entschuldigung, Fireman. Ich verwechsel dich immer mit Torchman. Entschuldigung. Wir nehmen Eis. Oh, ich bin gleich besiegt. Nein! So, wo ist jetzt der nächste Checkpoint? In einem Raum, in dem der Gegner wartet. In. Natürlich, in Bombmans Raum ist der Checkpoint. Hallo? Hallo? Nimm Eis! Feuer und Eis! Jawohl! Vielleicht soll ich einfach hier bleiben. Ah, gut. Es geht weiter. Es geht weiter, es wird heiter. Wer kommt jetzt? Iceman! Ach, wie süß. Eleckman. Und er springt natürlich auch fleißig drüber. Na, warte. So. Und ich bin sogar noch ausweichen. Dem Dingern ausgewichen. Ja. Wunderbar. Ja, der gute Yellow Devil Trick. Er funktioniert wirklich bei jedem Gegner, wenn man auch wirklich trifft. Und ja, jetzt kommt Gatsman. Das heißt, ich muss die Bomben rauswerfen. Upsa. Komm, explodiere. Geht doch. Ey, dass die Bomben immer so lange brauchen. Gut. So, haben wir jetzt alle durch? Ich glaube, ja. Jetzt müssen wir eigentlich alle durch haben, ne? Boah, habe ich eine bescheidene Energieanzeige. Ich habe ein sehr dummes Gefühl. Ach ja, Dr. Wily persönlich transportiert jetzt seinen. Was ist das? Auf jeden Fall bin ich schon mal besiegt. Das ist schon mal schön. Also Feuer war jetzt keine doofe Idee, Feuerenergie zu verwenden. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das der Roboter, der jetzt auch verschiedene Phasen hat? Wenn ja, dann wird das jetzt ganz schön knifflig.
lassen. Ja, hat er. Ja, hat er. Eggman hat gar keinen... Guckt euch die Energie vom Gegner an, das bringt nichts. Ich muss mir was einfallen lassen. Was ist das denn hier? Catman? Yo! Nein! Nein, das war, glaube ich, mein letztes Leben. So, gut. Gutsman ist besiegt. Das ist schon mal etwas. Ich habe vorhin bei der Sprungpassage auch extra nochmal das Leben eingesammelt und voll Energie, von dem man jetzt gar nichts mehr sieht. Naja. Wollen wir mal gucken, wie lange ich mit den 4 Energiestrichen überleben kann, die ich noch habe. Also Lebensstrichen. Nein! Falsche Richtung. So viel dazu. 4 Energiestriche und sofort K.O. Ja, entschuldigt bitte, dass ich mal kurz nicht kommentiert habe, aber ich habe versucht, hochkonzentriert zu arbeiten. Ich hoffe, das wird mir trotz allem irgendwie gelingen. Guck mal, jetzt mit voller Energie. Muss doch irgendwie schaffbar sein, Dr. Wily zu besiegen, hör mal. Beziehungsweise seinen Panzer hier. So. Gut, der Flammenschild hat schon auch einiges gebracht. Jetzt brauchen wir den Cutter. Und jetzt heißt es... schießen! Und mit Scheren um sich werfen, was man eigentlich niemals tun sollte. Upsa. Und dabei diese Kugel im Auge behalten. Das hatte ich beim letzten Mal nämlich nicht. Ups. Höp. Also wenn man den Rhythmus erstmal drin hat, geht es einigermaßen. Wow. Oh Mann. Wir haben es geschafft. Ja, Dr. Wily. Jetzt kannst du nur noch um Vergebung betteln. Oh, wie sehr ich mich danach gesehnt habe. Welch feierliche Melodie. Oh, ja, komm, vergiss das. Ist okay. Und die Credits. Ja, Mega Man hat das böse... Die bösen Machenschaften von Dr. Wily beendet und den Weltfrieden wieder gesichert. Jawohl. Wie auch immer der ewige Kampf sich fortgesetzt hatte, nun ist es vorbei. Und die bösen Einheiten sind besiegt. Kämpfe, Mega Man, kämpfe für den ewig währenden Frieden. Unser kleiner blauer Bomber. Jetzt kannst du nach Hause gehen. Und Credits. Ja, es ist geschafft. Mega Man, das erste Spiel ist besiegt. Vielen Dank, lieber Herr oder Frau AK. Ich rate mal Herr AK. Und... Yasuo Kichi, mir fehlt gerade der zweite Name. Ich dachte Vorname, Nachname, keine Ahnung. Tompon, ja, okay. Vielen lieben Dank auch an alle meine Zuschauer auf jeden Fall. Ich danke dir fürs Einschalten.
Genau wie den Charakterdesigner. Enough King und nochmal AK. Und hey, wir sehen Mega Man jetzt in richtiger Gestalt. Seinen blauen Panzer trägt er ja eigentlich nur, weil Dr. Light ihn ja zum Kampfroboter umprogrammiert hatte. Eigentlich ist er ja auch ein Haushaltsroboter wie Roll. Deswegen Rockman und Roll. Und ja, wie gesagt, ich danke allen und Yuki-chans Papa auch. Vielen Dank nochmal für den tollen Sound und oh je. Und presented by Capcom. Yay! Ach je. Und hier sehen wir nochmal Dr. Light und Roll. Zusammen mit Mega Man, der jetzt ordentlich feiern kann. Okay, gut. Mit diesem wunderbaren Bild sage ich dann jetzt mal danke nochmal fürs Zusehen und bis zum nächsten Let's Play Projekt. Bis dann! Tschüss!